Mal. Das sind wir, Freunde von Nils. Und heute sprechen wir mit einer echten Olympionikin. Jolien Bär gab dieses Jahr in Tokio ihr Olympiadebüt. Sie erzählt uns aus dem Leben einer Leistungssportlerin und warum Sportschützinnen Konditionstraining machen. Liebe Jolien, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Freunde von Nils. Wir starten gleich mit einer kurzen Runde Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit? Ja. Fein. Aufzug oder Treppe? Eben war es die Treppe, sonst gerne auch den Aufzug. Ja. Alle, die schon mal bei uns im Studio fragen, die fragen wir, weil man einfach dann genau weiß, woher es kommt. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Morgenmuffel, auf jeden Fall. Sehr sympathisch. Auch. Kaffee oder Tee? Kaffee. Okay. Telefonieren oder WhatsApp? WhatsApp. Schnelle Finger. Strand oder Berge? Strand. Okay. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Liebe Jolien, du bist aktuell eine der erfolgreichsten Schützinnen in Deutschland. Erzähl uns doch mal, wie du zu diesem Sport gekommen bist. Ja, ich glaube, das ist eine relativ klassische Schützenkarriere, würde ich jetzt so sagen. Ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Gossa, das heißt Lochtum. Es hat so 600 Einwohner und meine Mutter war schon Mitglied in diesem Schützenverein und dann bin ich, glaube ich, 2005 dort Kinderkönigin während des Schützenfestes geworden und die es gab leider keine Krone. Oh, ich bei uns gibt es ja immer Königsketten. Im Schützenwesen gibt es ja immer Königsketten. Und dann wurde da zu meiner Mutter gesagt, oh, bring die doch mal mit zum Training. Ich glaube, die könnte ganz gut sein. Und ja, so bin ich da reingerutscht quasi. So. Das heißt, du bist Königin geworden, ohne vorher beim Training gewesen zu sein? Ja, aber das ist normal. Also das ist, man geht da quasi hin während des Schützenfestes, so ein bisschen Gaudi-mäßig, schießt da mal und wer gewinnt, der gewinnt dann halt am Ende so. Also das übt man jetzt nicht vorher, sondern das ist so ein Spaß für die Kinder. Und das Jahr zuvor war es witzigerweise meine Schwester, aber die ist nicht im Skisport gelandet. Nee, was macht die? Gar nichts. Gar kein Sport. Die arbeitet. Auch weiß. Genau. Sehr gut. Was sind denn die Besonderheiten an deinem Sport? Besonders ist, glaube ich, auf jeden Fall das hohe Maß an Konzentrationsfähigkeit, was man mitbringen sollte, beziehungsweise dort ganz gut erlernt. Und wir arbeiten viel mit Statik. Es geht um minimalste Bewegungen, um wirklich Perfektion, 100%. Und diese Detailverliebtheit, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt. Was motiviert dich denn, dein Leben komplett dem Leistungssport zu widmen? Das ist eine gute Frage. Ab einem gewissen Moment ist man natürlich auch so ein bisschen, ich würde fast schon sagen, geil darauf, irgendwie Dinge zu gewinnen. Also man macht das ja, um natürlich besser zu werden, um gut zu sein, um natürlich auch eine gewisse Anerkennung dafür zu bekommen. Und ich glaube, erstens gibt es irgendwann so einen Punkt, da kann man nicht mehr zurück und da will man dann natürlich am Ende auch mehr. Ja. Und dann muss man halt, wenn man ganz klar für sich ein Ziel definiert, muss man dann halt andere Dinge dem unterordnen. Ja, völlig erfolgssüchtig. Ja, so ungefähr, Jetzt mal alle Bescheidenheit beiseite, worauf bist du besonders stolz? Besonders stolz, jetzt in meiner sportlichen Karriere, ja klar, worauf sonst? Na, du kannst auch auf was anderes stolz sein. Nee, ich bin schon sehr stolz auf die Teilnahme dieses Jahr bei Olympischen Spielen, auf jeden Fall. Und vor allem aber auch, dass das dann dort vor Ort auch so gut geklappt hat. Also dass quasi eigentlich alles, was ich mir vorgenommen habe, ist dann halt auch echt 1:1 so eingetreten. Und das war schon gut. Auf den Punkt abliefern ist auch nicht so leicht, glaube ich, ne? Nee, das stimmt. Ja, da gehört auch ganz oft Scheitern mit dazu, ja. Mhm. Es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber da hat mich aus dem Radio immer dein Name angesungen. Wie war das für dich? ich habe, glaube ich, zwischenzeitlich dieses Lied in Dauerschleife als Sprachnotiz von irgendwelchen Leuten per WhatsApp zugesendet bekommen. Jedes Mal, wenn es halt entweder im Radio lief oder irgendwo anders, kam natürlich eine Sprachnachricht mit der Audioaufzeichnung. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, es ist nicht mein Lieblingslied, aber ist okay. Ja. So, dann hast du mir erzählt, dein Hobby ist Fußballspielen. Ja.
Du spielst also nebenbei dann noch Fußball, spielst du dann genau. im Verein, oder? Ja, genau. Ja, ich spiele beim SV Neidetal. Das ist auch nicht hier in Hannover, wo ich in der Gegend wohne, sondern bei mir in der Heimat quasi, in der Nähe von Seesen. Ja, da bin ich jetzt seit, in dem Verein bin ich jetzt, glaube ich, seit 8 oder 9 Jahren inzwischen auch schon. Ja, aber spielen tue ich, seitdem ich 6 bin. Ja, ja. Und wie schaffst du das mit deinem Jobtraining sozusagen? Ja, es geht natürlich nur, wenn halt gerade keine großen Wettkämpfe anstehen. Also ich sage auch ganz klar, irgendwie so 1-2 Monate, bevor ein großer Wettkampf ansteht oder eine wichtige Qualifikation, dass ich dann halt aussteige aus dem Spielbetrieb und aus dem Trainingsbetrieb, weil mir dann die Verletzungsgefahr doch ein bisschen zu groß ist. Also wenn was passieren würde, würde ich mich halt einfach tierisch ärgern. So, und das möchte ich irgendwie so ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja, so wie es die Zeit halt einfach zulässt. Also ja. Ich habe jetzt, glaube ich, vor 4 Wochen mein erstes Spiel seit 3 Jahren mal wieder gemacht. Ich glaube, dein Team weiß alles. Bescheid, ja, und die genau. verstehen das voll. Genau, schnell. Ja. Wenn ich da bin, ist gut, und wenn ich nicht da bin, ist auch okay. Ja. Perfekt. Dein Job ist ja jetzt Sportschießen. Wie funktioniert das in dieser Sportsoldatengruppe von der Bundeswehr? Ja, also ich mache nichts Sportfördergruppe anderes. Sportfördergruppe heißt es. Genau, richtig, Sportfördergruppe heißt es. Das ist nicht schlimm. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Ja, ich habe nach meiner Ausbildung, habe ich den Entschluss gefasst, okay, ich möchte sämtliche Weichen so stellen, dass ich halt wirklich irgendwann mal an Olympischen Spielen teilnehmen kann und wenn möglich auch um die Medaillenvergabe mitreden kann. Und da blieb für mich nur ein Weg, wenn ich nebenbei nicht noch halbtags arbeiten möchte. Ich muss zur Bundeswehr in die Sportfördergruppe. Ich habe mich da beworben, wurde glücklicherweise auch aufgenommen. Und jetzt bin ich inzwischen seit 6 Jahren bei der Bundeswehr und ja, habe da auch militärische Lehrgänge gemacht, bin im Dienstgrad Feldwebel, aber bin fürs Training und für Wettkämpfe zu 100% freigestellt vom militärischen Dienst. Und also du hast gerade gesagt, du bewirbst dich da. Das heißt, jemand mit deiner gleichen Karriere hätte nicht unbedingt den Anspruch darauf, auch genommen zu werden? Nee, also jeder Bundesfachverband, Sportverband, der hat halt nur eine gewisse Anzahl an Sportförderstellen dort bei der Bundeswehr. Ich glaube, der Deutsche Schützenbund hat 26 oder 27 und die muss er auf die ganzen Disziplinen, die wir haben, also Bogen, Pistole, Flinte und Gewehr, aufteilen. Das heißt, nicht jeder, der sich automatisch auf so eine Stelle bewirbt, bekommt diese auch. Es wird natürlich immer geguckt, dass man irgendwie das Möglichste irgendwie rausholt. Aber es wäre jetzt nicht möglich, dass unser ganzer Nationalkader Teil der Bundeswehrsportfördergruppe ist. Was macht der restliche Kader? Ganz viele studieren. Dann haben wir noch ein paar Leute, die bei den Landespolizeistellen sind. Da gibt es zum Teil auch Sportfördergruppen. Ja, und es gibt auch einen Teil Leute, die nebenbei noch einen normalen Job in Anführungszeichen ausüben nebenbei. Ja, das ist natürlich klar, für die ist das schwierig. Das ist, ja. Beschreib uns doch mal den Alltag einer Sportsoldatin. ja, also ich kann ja nur von mir sprechen. Ja, ich stehe morgens auf, mache ganz entspannt Frühstück, dann wird der Hund versorgt und dann fahre ich zum Training. Je nachdem, meistens so 2, 3, 4 Stunden, je nachdem, was halt ansteht, entweder Luftgewehr oder Kleinkalibergewehr. Und nach dem Training fahre ich dann nach Hause, mache Mittagspause und dann steht im Nachmittag entweder noch eine Einheit Kraft, Athletik, Ausdauer auf dem Plan oder ich widme mich meinem Studium, was ich nebenbei auch noch mache. Mhm. 3, 4 Stunden Training am Stück? Ja. Und da schießt du die ganze Zeit, oder? Da schieße ich die ganze Zeit. Genau, das ist reines Technik, reines Spezialtraining im Schießsport, ja. Steht dein Trainer die ganze Zeit daneben und korrigiert? Nee, nicht so ganz. Also inzwischen nicht mehr. Inzwischen bin ich alt genug, um mein Training auch alleine mal durchzuführen und ihn dann quasi fast nur noch anzusprechen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Aber ja, 2/3 der Zeit ungefähr ist er auch da, ja. Ja, also 7 Tage die Woche, immer ja. 3 bis 4 Stunden schießen. Ja, 7 Tage jetzt nicht. Es gibt auch mal ein paar freie Tage und ich bin glücklicherweise auch eine Sportlerin, die über Qualität als durch Quantität des Trainings kommt. Also ich brauche jetzt nicht 7 Tage die Woche Training, aber so
4 Tage die Woche Schießtraining und dann hinten raus am Wochenende meistens noch irgendwie einen Nationalkaderlehrgang oder einen Wettkampf. Das ist schon üblich, ja. Und dein Athletiktraining? Wie gestaltest du das? Sagt dein Trainer dir, was du machen musst? Bist du in einer Gruppe unterwegs oder? Naja, da habe ich mir quasi von außen so ein bisschen Hilfe geholt. Ich habe fürs Ausdauertraining einen privaten Trainer engagiert, der mir meine Trainingspläne schreibt. Und ansonsten bin ich aber auch am Olympiastützpunkt, was das Athletiktraining angeht, ganz gut versorgt. Da gibt es ja dann festangestellte Athletiktrainer. Und genau, es ist so ein Mix aus vielem, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht nur der eine Trainer, sondern du hast für spezielle Bereiche. Genau, ja. Ja. Warum ist es für Schützen so wichtig, auch Athletiktraining zu machen? Was trainiert ihr da? Einerseits ist es natürlich wichtig, dass wir eine gute Rumpfmuskulatur haben. Einfach dadurch, wir stehen viel im Hohlkreuz und einfach aus Gesundheitsprophylaxe, dass wir da halt nicht im Lendensäulenbereich irgendwann mal riesige Probleme kriegen. Ist das einerseits wichtig. Andererseits ist es auch super wichtig für diese winzig kleinen Bewegungen, die wir anstreben, also eigentlich möglichst gar keine Bewegungen im Anschlag selber, ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wann ich welche Muskulatur quasi ansteuern muss und welche nicht. Also wir brauchen unglaublich gutes Körpergefühl, um zu wissen, okay, ich habe jetzt aber Spannungen da und da, ich habe Spannungen da und da, die man so vielleicht gar nicht merken würde. Und da ist das einerseits super wichtig und gerade im Ausdauerbereich, nur ein fitter Körper hat auch einen fitten Geist. Und wenn das nicht passt, dann kann ich so gut sein in der Technik, wie ich möchte. Wenn es im Kopf nicht funktioniert, dann bringt das alles nichts. Wie lange kannst du denn als Sportschützin deine Karriere noch fortführen und was planst du, wenn du sie mal beendest? Also im Grunde kann ich das wirklich noch sehr, 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 sehr lange. Also wenn ich es wirklich drauf anlegen würde, könnte ich bestimmt noch 25 Jahre schießen. Klar, mit entsprechender Leistung natürlich. Aber wir haben durchaus international im Weltcup oder so Leute dabei, die sind mit 50, Anfang 60. Die sind halt noch dabei. Die sind nicht mehr gut, aber die sind noch dabei. So. Die haben in ihren Ländern keine Konkurrenz, deswegen ist das auch alles schön und gut. Ich möchte das so nicht machen. Ja. Ich strebe jetzt auf jeden Fall noch Paris an. Danach ist LA eigentlich auch nochmal mit eingeplant und dann muss ich gucken, dass ich wieder in die Arbeitswelt finde. Ja, du hast eine Ausbildung gemacht, ne? Genau, eine Ausbildung bei Volkswagen habe ich gemacht, ja. Jetzt studierst du aber nebenbei noch? Genau, jetzt studiere ich noch BWL mit Schwerpunkt Digitalisierung. Weil für mich vermutlich, also ich bin gerade bei Volkswagen freigestellt für die Zeit jetzt bei der Bundeswehr. Vermutlich wird es für mich aber keinen Weg zurück zu Volkswagen geben, deswegen muss ich gucken, dass ich mich irgendwie anders aufstelle. Ja, ist dann ja auch ein komplett Neueinstieg sozusagen. Ja, ne? Genau. Ja, total. Dieses Jahr hattest du dann dein Olympiadebüt. Ja. War das für dich ein großer Unterschied zwischen den anderen internationalen Wettkämpfen? Habe ich zuerst gedacht. Hatte ich auch echt Angst vor. Dass das dann sowas komplett anderes war, aber spätestens als, klar, ich weiß gar nicht, was ich mir da gedacht habe, aber spätestens als ich gesehen habe, okay, das sind halt die gleichen Leute wie sonst auch bei sämtlichen Weltcups, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, etc. Also es ist ja niemand anders, woher auch, warum soll jetzt auf einmal die Elite ausgetauscht werden, das geht ja gar nicht. Ja. Das hat mich sehr beruhigt, also das war auf jeden Fall vor Ort dann selber so ein Aha-Moment, der mir auch echt gut getan hat und am Ende war es nicht so schlimm. Also es war generell nicht schlimm, es soll ja auch nicht schlimm sein, ne? Ja, es soll total aber, schön sein. Ja, aber ist ja trotzdem klar, ist ja auch dieser Druck dahinter und so. Es ist einfach so was mega Besonderes, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Man möchte natürlich auch, dass es was Besonderes ist. Ja. Ja. Wie hast du denn die Verschiebung der Spiele erlebt? Hat das jetzt für dich sportlich eher negative Auswirkungen gehabt oder war es besser, noch ein Jahr mehr trainieren zu können? Für mich war es super. Also für mich war es wirklich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich glaube, dass ich mich 2020 vielleicht nicht intern in dieser Qualifikation durchgesetzt hätte, jetzt innerhalb Deutschlands, einfach weil ich 2019
Also ich war gut, ich war auch richtig, richtig gut so, aber ich habe 2019 einfach ein extrem volles Jahr gehabt. Wir sind unseren Startplätzen, die wir eigentlich haben wollten, super lange hinterhergelaufen, haben die dann am Ende auch nicht erringen können so. Und da habe ich jeden Wettkampf mitgemacht, den es nur irgendwie ging, weil mein Trainer das gerne wollte, weil wir unbedingt diese Quoten, also diese Startplätze für Olympische Spiele noch haben wollten. So dass ich dann auch im November 2019 dann auch noch, waren noch Military World Games in Wuhan, in China. Das war ganz witzig eigentlich. Dann hatte ich noch einen Feldwebellehrgang hinten dran. Also es war einfach unglaublich viel. Da bin ich echt auf Zahnfleisch gelaufen. Also habe ich dann hinten raus auch Bundesliga-Saison unglaublich schlecht geschossen. Also wirklich, wirklich schlecht. Und das war dann, als dann klar war, okay, die Spiele finden 2020 nicht statt, das war super, da konnte ich erstmal 2 Monate, 3 Monate echt erstmal alles fallen lassen, erstmal mich wieder neu sammeln, ganz neu aufbauen und ja, war für mich echt gut. Mhm. Wirklich. Und habt ihr denn diesen Startplatz, es war ja dann tatsächlich in deiner Klasse nur ein Startplatz, den habt ihr dann nicht noch irgendwie erringen können? Hinter dem seid ihr doch hergelaufen, oder? Ja, also wir können pro Disziplin, wir haben bei den Frauen haben wir 2 Disziplinen, da können wir pro Disziplin 2 Startplätze erringen. Und wir haben von diesen 4 möglichen, haben wir nur einen gewonnen. Hat Isabella Straub bei der WM 2018 gewonnen. Und ja, wir wollten natürlich aber gerne noch mehr Startplätze gewinnen. Und das hat uns, das war, ja, war wie verhext. Also dann bin ich 6. geworden und der 5. Platz hat dann diesen Quotenplatz gewonnen und es hat sich so durchgezogen und das war sehr, ja, sehr anstrengend. Das frustriert dann auch ja, einmal. Ja, super, ne? Frustrierend. Und dann ist es ja noch anstrengender, ja, das ja, glaube ich. Genau. Du bist ja jetzt schon voll viel in der Welt rumgereist. Wo warst du überall und konntest du die Länder auch bereisen dann im Anschluss oder gehst du sofort wieder nach Hause? Nee, wir gehen dann sofort wieder nach Hause. Gott, wo war ich denn jetzt schon überall? Also alle Kontinente habe ich auf jeden Fall noch nicht durch, weil es fehlt mir noch Afrika, das hake ich aber im Februar ab. Und Australien fehlt noch leider. Also wir waren schon in China, in Korea, Indien, Mexiko, Amerika, ja klar, europäisches Umland ja sowieso, ja Japan dann noch dazu, Thailand, ja. Wo ist denn die größte Konkurrenz? Ja, das kann man gar nicht mehr so genau sagen. Also bis vor 5 oder 10 Jahren hätte ich ganz klar mit China geantwortet, weil die wirklich so zwischen 2000 und 2012 bei uns eine sehr dominierende Nation waren. Inzwischen haben aber im Skisport so viele Nationen extrem aufgeholt. Also die Amis sind unglaublich stark geworden. Dann auch in Europa haben wir vereinzelt immer mal wieder richtig, richtig, richtig gute Leute. Dann aber trotzdem die Asiaten sind immer noch gut. So, also das ist sehr ausgeglichen bei uns. Also da kann man gar nicht irgendwie so den Hotspot ausmachen. Schön, wenn ja, es so verteilt ist. Ja. Weißt du das, ob die aus China oder aus den USA, sind das auch Profis ja, wie du? Ja, 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 ja. Das sind fast alles Profis. Ja. Ja. Also aus Amerika läuft es ganz oft, dass die aus dem College-System dann quasi professionell arbeiten. Also die sind da am College, an der Universität und sind dann da in den College-Mannschaften organisiert und sind ja quasi Profis. Also die, ja, kriegen für alles frei und denen wird da echt viel geholfen. Und klar, in China sowieso, die machen nichts anderes. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja. Neben deinem Sport engagierst du dich ja auch im niedersächsischen Sport als aktiven Sprecher für die Leistungssportler. Genau, ja. Was sind da deine Aufgaben und wo soll das Ganze nochmal hinführen? Das ist ja jetzt gerade recht neu implementiert worden. Ja, richtig. Also der Landessportbund hat in seiner Leistungssportkonferenz, in seinem Leistungssportkonzept, natürlich nicht in der Konferenz, aber dort auch, festgeschrieben, dass sie gerne die Athleten selber mehr in die Prozesse im Leistungssport einbinden möchten. Und da wurden jetzt im ersten Schritt 2 Aktivsprecher benannt. Das sind zum einen Kevin Götz, das ist ein Wasserballer, zum anderen ich.
Und zusätzlich sind wir jetzt gerade dabei, einen Arbeitsausschuss zu bilden im LSB, der sich dann damit befassen soll, wie man eine Athletenvertretung im LSB implementieren kann. Also wir möchten nicht nur gerne, dass wir zwei aktiven Sprecher haben, sondern wir wollen gerne eine komplette, wie die dann am Ende auch aussieht, das wissen wir jetzt noch nicht, eine komplette Athletenvertretung gerne ins Leben rufen, die aber nicht so als Gegenpol zum LSB agiert, sondern auf jeden Fall, das soll ein Miteinander werden. Wir wollen Leistungssport gerade in Niedersachsen halt auch vorantreiben. Und jetzt gerade dienen wir so ein bisschen als Ansprechpartner für alle Seiten. Also einmal für Athleten, die können sich gerne bei uns melden, wenn sie irgendwelche Probleme haben oder Ansprechpartner brauchen für verschiedene Themen. Aber andererseits dienen wir auch als Ansprechpartner für den LSB, die sagen, hier, es gibt Themen, die jetzt gerade irgendwie Leistungs- oder ja, Leistungssportler interessieren könnten. Wie steht ihr denn dazu? Könnt ihr mal eine Abfrage machen, etc. Was kommen da so für Probleme auf euch zu? Ja, was kommen da so für Probleme auf uns zu? Also oftmals geht es halt gerade um Fragen, was so duale Karriere angeht. Also zum Beispiel saß ich in den Gesprächen zwischen dem Innenministerium und dem Landessportbund mit bei, wo es jetzt darum ging, dass wir zwei Stellen für duale Studenten im Landesdienst aufstellen. Also da gibt es jetzt gerade zwei Sportler, die machen gestrecktes duales Studium, ich glaube über 5 Jahre. Und genau, da waren wir halt mit bei. Dann geht es darum, dass wir mitgearbeitet haben am neuen Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt am OSP. Das ist auch ein Thema, wo wir mit dabei sind. Und ja, eigentlich von A bis Z. Ja, und womit kommen die Sportler auf euch zu? Ja, die kommen halt wirklich häufig, wenn es irgendwelche Probleme geht, oftmals Kleinigkeiten. Ja, ich will da gar nicht Nee, alles so gut. groß. Gut. Nee, dann gehen wir da nicht weiter drauf ein. Es gibt ja schon ein ziemlich krasses Machtgefälle, so gerade im Leistungssport, glaube ich, auch zwischen Trainer und Sportler. Ja. Wie steht ihr so dazu? Wollt ihr da ran? Oder soll es vielleicht auch irgendwann mal gedreht werden? Habt ihr dazu Pläne? Wollt ihr da was zu bewegen? Also konkrete Pläne jetzt aus aktiven Sprechersicht gibt es da bisher jetzt noch nicht. Ich glaube aber, jeder Leistungssportler weiß das natürlich, dass es das Thema gibt. Also das wird auch, glaube ich, immer größer werden, einfach weil sich, glaube ich, so ein bisschen der Stellenwert von Athleten auch mit der Zeit geändert hat und sich auch weiterhin verändern wird. Aber konkret das Thema jetzt auf die Tagesordnung von uns aktiven Sprechern oder dann von der Athletenvertretung haben wir jetzt noch nicht, nee. Am Ende zählen nur Medaillen. Wie ist das für dich? Stimme ich einerseits zu und andererseits aber auch eigentlich nicht, weil klar, am Ende geht es um Medaillen, am Ende, oder ich würde nicht sagen, am Ende geht es um Medaillen, sondern am Ende geht es um Erfolg. Ich glaube, das möchte auch jeder Leistungssportler von sich selber gerne, also sonst würden wir das ja alle nicht machen. So. Aber klar, Medaillen ist was Messbares und irgendwo muss man Erfolg dann auch vielleicht messen. Dem sollte man aber auch, denke ich, nicht alles unterordnen. Also es kann ja in Sportart A auch ein Erfolg sein, wenn man sich überhaupt zu einer Weltmeisterschaft, überhaupt zu einer Europameisterschaft qualifiziert. Ob man dann da im Endeffekt dann Chancen hat zu gewinnen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. So, aber ja, bin ich so ein bisschen geteilter Meinung. Okay, so jetzt noch eine letzte Frage. Es geht auf Weihnachten zu. Hast du schon fleißig Kekse und Lebkuchen gegessen oder machen das Leistungssportler nicht? Die machen das bestimmt. Ich bin, wenn dann, mehr in der Keksfraktion. Aber generell liebe ich in der Weihnachtszeit Mandarinen. Das ist Viel so, gesünder, super. ja. Das hört sich jetzt vielleicht, also ist jetzt wahrscheinlich so, ach, gucke, die Sportlerin, die ist Mandarinen. Nee, aber ja, das ist so mein
Ja, Guilty Pleasure wird es nicht sein, aber es müssen auch die mit Blatt dran sein. Die schmecken viel besser als ja, die schön anderen. Fruchtig bestimmt. Genau, ja. Super. Ja, liebe Julien, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Gerne. Wir enden, womit wir begonnen haben. Noch eine letzte Runde Entweder-Oder-Fragen. Hektisch oder gemütlich? Gemütlich. Lochtum oder Hannover? Das ist fies. Ja. Lochtum. Schön. Ja. Heimatverbunden, super. Ja. Auto oder Fahrrad? Auto. Auto. Ja. Joggen oder Sofa? Oh. Sofa. Das ist cool, dass das auch Leistungssportler sagen. Das finde ich super. Olympia Silber oder Weltmeister Gold? Oh. Weltmeister Gold. Schön. Ja, nochmals tausend Dank für deine Zeit und die Einblicke in das Leben einer Leistungssportlerin. Liebe Freunde, jetzt kommt das, was ihr aus jedem Podcast kennt. Wir freuen uns über euer Abo und die Bewertung. Danke fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, hör mal, Freunde von Nils. Bis bald bei Freunde von Nils.